ihr nicht schießen. Hey! Nate? Was zum Teufel machst du denn Elena? Hier? Jack, nicht! Was? Du kennst den Kerl? Ja. Das ist Drake. Oh. Sorry. Und? Was hast du mit diesem Chaos zu tun? Willst du die Tempel plündern, das Museum ausräumen? Freut mich auch, dich zu sehen. Und ihr wollt hier sicher nur die Welt retten, stimmt's? Ja. Wir sind einem flüchtigen Kriegsverbrecher auf der Spur. Zoran Lazarevich, schon von ihm gehört? Macht das nicht die NATO? Die glauben, er ist tot. Durch einen Bombenangriff. Und ihr wollt jetzt das Gegenteil beweisen? Weißt du was? Der Kerl ist ein Monster, Nate. Ich meine, Folter, Verstümmelungen, Massenhinrichtungen und so weiter. Aber jetzt plant er etwas Neues. Aber warum hier? Warum die ganze Stadt verwüsten? Das ergibt alles keinen Sinn. Oh. Nein. Sag jetzt bitte nicht, du hast etwas damit zu tun. Das ist lächerlich. Hier bist du, Nate. Ich hab sie abgehängt. Ho, ho, wow. Ist schon gut, Chloe. Das sind Journalisten. Wir müssen weiter, wenn wir nicht wollen, dass Lazarevich uns einholt. Also... Oh Mann, Nate! Hey, hey, Moment. Keine voreiligen Schlüsse, Elena. sorry, kennt ihr zwei euch etwa schon länger? Oh, Elena Fischer. Vorjahresmodell. Witzig. Nein, nein. Schön, dass du dich amüsierst. Naja, ich hätte dir noch nicht zugetraut, dass du auch solche Mauerblümchen wie die da abfährst. Sie ist viel tougher, als sie aussieht, ehrlich. Oh. Oh, was? Du liebst sie noch. Oh, bitte. Tust du doch. Gib's mir nicht zu. Eifersüchtig. Und wie, Casanova. Wir müssen jetzt weiter. Warte. Die zwei kommen mit. Das ist nicht dein Ernst. Absolut. Ich kann sie nicht einfach hier so zurücklassen. Die halten uns nur auf. Und wenn sie uns erwischen... Chloe. Nate, wenn Lazarevich dich und mich zusammen sieht... Ich werde sie nicht zurücklassen. Musst du denn immer den Helden spielen, verdammt! Nate! Du solltest lieber Prioritäten setzen. Ja, verstehe schon. Trotzdem kommen sie mit uns. Wir kommen schon klar, Nate. Danke. Denk lieber noch mal drüber nach. Mist. Lauft! Hey, Leute, kommt zurück zu Uncharted Among Thieves. Im letzten Part hat uns ein Helikopter verfolgt, den wir aber Gott sei Dank abschütteln konnten und zerstören konnten. Und wir haben Elena und Jeff getroffen, die erst nicht mitkommen wollten, wie ihr es gerade in der Cutscene gesehen habt. Aber sie dann jetzt letztendlich doch mitgekommen sind. Den Grund habt ihr ja in der Cutscene gesehen, die ihr gerade gesehen habt. Und jetzt müssen wir uns hier gegen viele Gegner wieder durchkämpfen. Ah, da hinten in der Ecke ist er noch. Mensch, wie viel hält er denn aus? Jetzt ist er down. Ich bin im Training. Einfach weiter. Genau, einfach weiterlaufen jetzt. Helft mir mit der Tür. Auf drei. Eins, zwei, drei. Geschafft. Danke. Toll. Wo? Wie kommen wir da rüber? Da hinten ist eine Leiter. Ja, da hinten ist eine Leiter. Und hier sind Explosivfässer. Die Strömung ist stark. Das schaffen wir nie. Schön. Gute Idee. Tja, das wäre schon mal die halbe Miete. Ja. Über das Auto können wir drüber steigen. Jetzt müssen wir nur noch ein anderes finden. Hm. Ah. Da ist noch ein anderes. Aber da sind irgendwie keine Explosivfässer. Was haben wir denn hier?
Komm, ich helf dir hoch. Hoch mit dir, Chloe. Schmeiß noch was runter. Was Brauchbares. Oder auch so. Ich komm hoch. So. Oh, was ist denn hier? Dinger lagen doch auch bei dem anderen Auto rum. So können wir das nochmal werfen. Und zack. Drücken Sie schnell R2, nachdem Sie ein Propanglasflasche geworfen haben, und auf sie zu schießen. Okay. Treffe ich mal? Warum treffe ich nicht? Ja, komisch. Jetzt habe ich getroffen. Alles klar. Ja, ich sehe schon, wie es die anderen machen. Dann machen wir das doch gleich mal nach. So. Na los. Gar nicht schlecht, ha? Na los. Komm ja schon. Es heißt der Ladies First hier. Mensch. Chloe, du versperrst mir den Weg. So, jetzt muss ich hier wieder drauf auf das Auto. Und zack. Drüben bin ich. So, das wäre erstmal geschafft. Weiter geht's. Weiter nach vorne. Hier liegt eine Schrotze. Aber kein Schatz. Schade. Oh Gott! Yo, was geht denn da schon wieder ab? Alter, das ist einfach mal so ein fettes Geschütz. Jetzt hat's aufgehört mit Schießen. Zack. Oh. Geht klar. Komm, runter hier. Erstmal warten, bis es aufgehört hat mit Schießen. Weiter nach oben. Oh. Oh shit! Wie? Alles klar, ey. Dann probieren wir es nochmal. Jetzt wissen wir ja den Weg. Zack. Runter mit dir. Stellen wir uns halt hier hin, damit es uns nicht trifft. So. Die sind erstmal ausgelöscht. Oh Gott! Ach, von da oben wird noch geschossen. Jetzt nicht mehr. Nachladen. Jetzt haben wir es doch gleich hier geschafft. Jetzt bin ich dran. Jetzt bediene ich das Baby hier. Bam! Ich erlöse euch mal von euren Qualen. Da kommt aber jemand mit der Deckenpanzerung. Okay, sieht gut aus. So, wieder neue Muni kann ich hier nachladen. Beziehungsweise hier aufnehmen. War es so ziemlich. Gibt's hier... Nein. Es gibt keinen Schatz. Und hoch hier. Am Rohr entlang. Zack. Seht ihr was da oben? Kommt, hier lang. Es ist frei. Die Luft ist rein. Aha. Hier geht's weiter. Da runter. Das sind Widerstandskämpfer. Hör nur, Holla! Alter, die haben einen Panzer. Komm schon. Nicht so langsam. Ja, das habe ich gesehen. Falls du den Panzer meinst. Was war das denn gerade? Irgendein Bug oder so.
Lasst mich nochmal kurz hier oben gucken. Lasst mich mal kurz nochmal durch. Nee, hier ist kein Schatz. Schade. Wir können runter. Und blockiert mir nicht den Weg. Danke. Ab geht's hier durch. Und da hinten blinkt nichts. Schade. Immer nur auf Schätzejagd. Okay. Hier sollten wir sicher sein. Cool. Oh ja. Glaub, wir haben den Tempel erreicht. Hoffentlich den richtigen. Hier liegt leider vor dem Tempel kein Schatz rum. So wie es aussieht. Vielleicht ist dann im Tempel wieder ein Schatz drinne. Oder vielleicht mehrere. Man weiß es nicht. Wir gucken dann gleich mal nach. Macht das Tempeltor auf. Na, was sagst du jetzt? Du hast uns direkt hergeführt. Ich vermute mal, wir sind hier nicht rein zufällig gelandet. Ach, nein, nicht direkt. Ach, na, vielen Dank. Okay, hinter was bist du denn eigentlich her? Siehst du das Symbol da? Das ist der Chintamani-Stein. Nate? Ein riesiger Rosaphir. Ist Millionen wert. Sehe ich das richtig? Du wetteiferst also mit einem Kriegsverbrecher um einen mythischen Edelstein? Na, wenn du das so sagst, klingt es allerdings ziemlich bescheuert. Ach, wer hat dich denn gefragt, Jeff? Und der soll in diesem Tempel sein. Naja, der Stein selbst ist nicht hier. Hey, setz mal hier. Nein? Er ist in Shambhala. Shambhala. Nate? Ja, weißt du, Shangri-La. Kommst du mal bitte her, Schätzchen. Vielleicht wäre es besser, wir würden diese Unterhaltung drinnen fortsetzen. Gute Idee. Kommt. Okay, gut. Hier sind wir erstmal sicher. Das ergibt keinen Sinn, Nate. Lazarevich kann wohl kaum auf Geld aus sein. Er braucht keins. Du übersiehst was. Komm schon. Wir sind nicht zum Spaß hier. Ihr zwei bleibt hier. Gut. Bitte bleibt, wo ihr seid. Wir sind gleich wieder da. Wer's glaubt. Oh. Na, das ist schon besser. Glaubst du, die sind ein Paar? Die sind kein Paar. Oh. Sag mal, wie viele Kampfhelikopter haben die noch? Das wäre jetzt schon der zweite. Hoffentlich haben die uns nicht gesehen, wie wir hier in den Tempel reingegangen sind. Und hier oben geht's hoch. Ist denn da so Schönes? Gibt's da irgendeinen Schatz oder so? Ja. Nice. Ein Löffel. So, dann können wir hier zum Rätsel. Es ist Rätsel-Time. Nein. Behalt die Pistole lieber. Das ist definitiv der richtige Tempel. Na, das sieht wirklich wie der Chintamani-Stein aus. Hier muss irgendwo der Eingang versteckt sein. Warte, den Kerl kenne ich doch. Ja, schau mal ins Buch rein. Es muss irgendwas mit den Armen zu tun haben. Oh ja, das tut es auch. Hier sehen wir, wie die Arme ausgerichtet werden müssen. Gibt es sonst noch was? Nö, das ist nur die eine Seite. Dann schauen wir mal, wie es denn hier lang geht. Aha. Aha. Denke, ich weiß, wo es lang geht. Einmal hier hoch und da dran. Warte, ich sehe mir das mal näher an. Okay, ich warte hier unten. Ja, was anderes bleibt dir ja nichts übrig hier. Chloe. Okay, gut. Nate, wir müssen da rüber. Ah, so. Da sind Stangen. Die habe ich gerade nicht gesehen. Sehr Zack. Schön. Danke. Oh.
Da ist Abgrund, Nate. Spring rüber! Wow! Mann, hast du Glück. Oh ja. So, ist es überhaupt richtig? Jawohl, das zeigt nach unten. Das ist sehr gut. Jetzt muss das da oben noch gerichtet werden. Da ist so eine Stange wieder. Riechen okay, wir mal hey, hier komm rüber. Jetzt so, du bist beeindruckt. Bin ich. Kriegst eine Banane. Nur eine? Ist ja schade. Ich hätte mir zwei gewünscht. Bist du okay? Bin okay. Alter, Nate ist voll auf den Rücken gefallen. Hätte nur noch gefehlt, dass es so ein Knackgeräusch macht. So, gucken wir uns hier die Statue an. Also die zwei Arme sind schon mal richtig, laut der Zeichnung. Ja. Jetzt müssen wir nur noch bei den anderen zwei Armen gucken. Aber der, der den Dreizack in der Hand hält, das ist schon richtig. Nur der allerletzte Arm, der über den Arm ist, der den Dreizack hält, der muss noch verändert werden. Dann machen wir das mal. Zack, ab nach oben. Und da dran. Und jetzt auf die andere Seite. Zack. So, zu den Dreizack wollen wir ja nicht. Deswegen geht es hier hoch. Und hier können wir drüber klettern. So. Oh, mir reicht schon, dir zuzusehen. Zack. Gut gemacht. Das werde ich gleich sehen, aber erstmal Geronimo! Du bist wirklich unglaublich. Komm rein, das Wasser ist toll. Nein, du willst doch nur, dass mein T-Shirt nass wird. Vielleicht. Vielleicht will ich auch nur deinen hübschen Arsch betrachten. Komm, zeig ihn mal her. Okay, dann halt nicht. So, gucken wir uns das mal hier an. Warte mal. Was ist? Chloe, das ist nicht einfach ein Dolch. Das ist ein Schlüssel. Hm. Sehen wir mal, was er öffnet. Dann schauen wir mal. Ist echt gruselig, aber sag A. So, tut sich was? Das Wasser läuft ab. Und? Ich habe die Tür gefunden. Geschafft. Also, eigentlich war ich das. Komm ja schon. Ja. Wo Nate recht hat, hat er recht. Ich habe die ganzen Arme hier bewegt. Was denkst du? Bereit? Ladies first. Wie du wünschst. Ja, ich bin bereit. Und gentlemanlike lassen wir die Frau vor. Was haben wir denn hier so Schönes? Weißt du, irgendwie ist es hier romantisch. Okay, wo sind die Pralinen und Blumen? Du stehst doch gar nicht auf Pralinen und Blumen. Du kennst mich so gut. Also Pralinen hätte ich jetzt gerne. Mon Cheri, am besten. Danke. Da
Versprich mir, dass du uns nicht 30 Meter unter der Erde lebendig begräbst, ja? Würde ich nie tun. Es geht etwas nach unten. Okay, ich komme. Dann komm mal, Chloe. Nicht tief. Ja, ich hab mich wohl verschätzt. Also hier ist viel Wasser drinne. Was hältst du davon? Sieht aus wie ein Baum. Und was hat das mit dem Shintamani-Stein zu tun? Das weiß ich. Also ich weiß es auch nicht. Hier unten öffnet sich was. Okay. Wollen wir da mal hoch? So. Oh, guckt mal da hinten hin. Das spricht doch wieder nach einem Rätsel. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Na komm, könnte schlimmer sein, was? Oh, das ist schlimmer. Oh ja, das ist wirklich schlimm. Oh shit. Wir sollten mal hier die Waffe wechseln. Okay, wir müssen hier raus. Ja, müssen wir. Geschafft. Machen wir, dass wir rauskommen. Sorry, mein Leben zieht gerade noch an mir vorbei. Also, ich hab's gerade gerettet. Hoffentlich. Okay, komm, mir nach. Oh. Meine AK hat keine Muni mehr. Boah, schade. Ich hab Hunger. Du hast Hunger, Chloe. Damit kann ich gerade leider nicht dienen mit Essen. Und hier sind wir gerade runtergefallen. Verdammt. Na, hier sind wir wohl richtig. Oh ja. Hey, das kommt mir bekannt vor. Ja, sieht aus wie der Purba-Dolch. Kapitel 9. Diese Lichter aktivieren ihn wohl. Diese Spiegel sind wohl wichtig. Ja, sind sie. Aber hier machen wir erst im nächsten Part weiter. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann gebt den doch einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.